Wir wollen uns auf die Tücken des Straßenverkehrs vorbereiten. Unter diesem Motto absolviert die 12. Klasse des Berufskollegs Iserlohn am 17.05.2011 ein Fahrsicherheitstraining. Der erfahrene Betreuer Axel Strüber weist die Schüler zu Beginn kurz und verständlich in den Ablauf ein. Vor jeder Übungseinheit erfolgt eine theoretische Einweisung in die verschiedenen Übungen, sei es die Fahr- und Sitzhaltung oder die Lenkradhaltung. Ziel des Tages, so Axel Strüber, ist es, Gefahren zu erkennen und richtig zu handeln. Da geht's nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Im Slalom oder bei Vollbremsungen konnten die Schüler ihr neu erlerntes Verhalten anwenden sowie ihre Geschicklichkeit und Reaktion testen. Sehr überraschend jedoch, passend für die Übungen, ändert sich die Witterung. Es beginnt zu regnen. Eine völlig neue Fahrbahnbeschaffenheit, die auch von den Schülern leicht unterschätzt wird. Zum Abschluss wurde den Schülern noch ein Schleudermanöver von Axel Strüber gezeigt, das ihnen durch das Training bestenfalls im richtigen Straßenverkehr erspart bleibt. Wer also das Fahrverhalten seines Fahrzeugs in diversen Gefahrensituationen richtig kontrollieren möchte, um eine richtige und schnelle Reaktion zu ermöglichen, sollte am Fahrsicherheitstraining in HEMA teilnehmen.